Kevin! Ja, Dennis. Du bist im Video. Ein Gruß an die ganze Crowd aus Deutschland. Ja, Mann. What's up, ladies and dickheads, and welcome to Sandy Shores. Ach du Scheiße, Akbar. Okay, sorry. Hier, da unten. Da werden wir uns mal aufregen. Ein hinter die Binde kippen. Du musst verstehen, dass du ein Produkt bist. Also hier ist die krasseste Poolanlage, die ich seit langem gesehen habe. Wir sind jetzt hier bei dem dritten Teil davon. Und ja, hier liegen einfach nur ein paar Leute, weil hier kann man es nicht aushalten. Es sind 45 Grad und es sind trotzdem immer noch 39 Grad. Really? Das ist wirklich Wahnsinn. Hier ist noch ein Hot Tub, also für Leute, die komplett psychisch gestört sind. Ja, und hier sind wir jetzt. Kurzer Zwischenstopp. Unendliche Weiten. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt das Ende von der Straße sehen kann. What the fuck are you doing? Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt gleich von einer Klapperschlange gebissen. Ich hab die Trapper-Schuhe an. You're still an idiot! One of these assholes is having a seizure or something. That's me! That's me! Don't shoot! Yeah. Aqua taucht auf aus den Tiefen der Nacht. Kette scheint, hält sie nie wieder ab. Yeah, deine Freunde fahren smart. Meine Freunde eracht. Oh mein Gott, Jesus Christus. Ich fahr morgens, sonntags morgens nach Hamburg. Alleine. Alleine. Ficken Animus. Ich warte an den Elbbrücken. Ich werde dich drängen von der Straße ab. So, Freunde, nachdem wir jetzt gerade durch den heißesten Ort gefahren sind, an dem ich jemals in meinem Leben gewesen bin. 117 Degrees, einfach 47 Grad Fahrenheit. You're really starting to fucking irritate me! Dankeschön. Wir sind jetzt angekommen im Hyatt in Palm Springs. So ein, zwei Stunden Pool sind auf jeden Fall noch drin. Dann gehen wir was essen, checken wir, denke ich, dann auch schon wieder aus und fahren dann nach L.A. Also es ist nur ein kurzes Vergnügen hier. Wir gucken uns das jetzt alle mal hier an, was hier passiert. Hallo, ich bin aus Deutschland. Das ist das Ekelhafte, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich habe schon vieles gemacht. Da bin ich schon am Schlafen. Aber Maximum. Maximum. Das ist ganz wichtig. Leg dich mal hin, dass man auch sieht, wie. Guck mal, voll die Dimension. Mach mal 1,80, das Bett ist 1,75. Du machst dich gut da drin, du füllst das komplett aus. Das riecht sehr interessant. Okay, das ist. Scheiße, gegen die Scheibe gelaufen. Wow, das ist krass. Ich geb den Übergang, Bro. Das ist die perfekte Aussicht für das Wie-es-war-Video. Film diese Berge, perfekt. Vergiss nicht, wie es war, denn mit dir war nichts mehr wahr. Du bist eine Bitch, babe. Palm Springs at night. Das sind hier so die Vibes. Ich weiß noch nicht so genau, was uns hier erwartet. Ich habe noch gar keine Idee von dieser Stadt, habe mir auch noch nichts angeguckt. Ich ehrlich gesagt dachte, wir sind sowieso nur auf der Durchreise und wir sind für eine Nacht hier. Deswegen werden wir wahrscheinlich nicht so viel davon mitnehmen. Aber jetzt gerade rächt sich das etwas, denn ich bin verhältnismäßig sehr planlos. Was hast du denn? Das sind Schlachtschiffe. Was hast du hier in der Herberge heute bekommen? Ja, ich habe jetzt hier gerade bei der Deutschen Jugendherberge gerade mein Cover, mein Sheet abgeholt. Das ist das Ekelhafteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Jetzt will ich mir bequem einrichten. Kommt mit. Gerade in L.A. angekommen. Erste Amtshandlung. Badehose anziehen. Schauen wir mal, wie der Pool so ist. Dennis komplett verschollen. Also hier sieht es auf jeden Fall schon mal sehr nice aus. Auch sehr schön hier vorne. Hello there, beautiful. Ja, so sieht es hier aus. GTA 5 Vibes sind auf jeden Fall da. Hier ist natürlich keine Sonne, also können wir eigentlich direkt wieder gehen. Oh no! Stop annoying me! Neue Stadt, neues Glück. Wir sind jetzt in Los Angeles angekommen. Und ja, steigen jetzt gerade ins Uber. Und dann geht's ab zur Wurstküche. Das, natürlich, was soll man hier sonst machen? Hi, wie kommen wir da rein? Muss reindrücken. Hey. Hey.
Ich habe hier schon die beste Sorte entdeckt. Wer will denn sowas rauchen? Garlic Cocktail. Mmh, almost as good as foie gras. Das ist das Montagabendgebet von Alex Aqua. Ja, das war's schon. Nachnamen Jochen Piller. Nachnamen habe ich gar keinen. Jochen Piller. Jochen Piller. Wir sind in Los Angeles angekommen. Nach einer sehr schönen, entspannten Fahrt. Wir sind gestartet, es waren 46 Grad. Wir sind angekommen, es waren 23 Grad. Nach Adam Ries ist das genau die Hälfte. You're still an idiot. Das hat dazu geführt, dass wir ein bisschen gefroren haben. Jetzt habe ich hier das einzige lange Outfit an, was ich habe. In Crocs natürlich. Wir sind eben durch die Skid Row gefahren. Also ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Los Angeles auskennt, aber die Skid Row ist ein Ort, an dem man nicht sein will. Dagegen, so sagt man hier auf den Straßen, ist die Kaiserstraße Kindergarten. Das kann er hinter der Kamera bezeugen. Ich bin der Mann der Kaiser. Guck mal, die Ampel ist wieder normal. Da gibt es jetzt ein paar leckere Hotdogs für uns. Ja. Ich sag erstmal Tschüss. Spürst du die Macht der sieben Dragon Ball? Ey, du hast mir so einen Ohrwurm gemacht. Tschala, hey tschala. Spürst du die Macht der sieben Dragon Balls? La 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 la. Tschala. Welchen Hotdog isst du gleich? Voll heiß. Oh, köstlich. Und danach gibt's das. Was darf hier natürlich nicht fehlen? Ah, jetzt wisch dir den Tisch. Kurze Unterbrechung. Was darf hier natürlich nicht fehlen? Okay. Prost, Nora. Du siehst so süß aus mit der Kappe, so mit Haare ins Gesicht. Findest du gut? Ja, ja. Muss genauso sein. Was hat dieser Chuck gesagt? Go Cooks! Okay, Freunde, was haben wir hier? Wir sind jetzt gerade bei Wurstküche, angekommen in L.A. Und wir haben hier ein, wie ist das? Hungarian Sausage, so ein Spicy. Wie ist die hier? Hungarian Heat. Hungarian Heat haben wir hier einmal. Mit so caramelized onions und so. Macht köstlich. Dann hier eine Bratwurst. Das ist Polly Pocket, by the way. Das ist Polly Pocket. Hey, erzähl euch gleich eine Story über Polly Pocket. Ich kenne leider keine. Aber die Pommes. Was haben die mit den Pommes gemacht? Ende aus. Ende aus Mickey Mouse, sagst du? Das Brot schmeckt so schön. Kevin! Ja, Dennis. Du bist im Video. Ein Gruß an die ganze Crowd aus Deutschland. Ja, Mann. Ja, Mann! Sag mal was. Was soll ich sagen? Ja, du musst das jetzt einleiten hier, den Vlog. Ja, es geht quasi jetzt los. Sag irgendwas Wildes. Was? Was soll ich sagen? Er ist gerade aufgestanden, Mann. Du überfordert den Mann nicht. Mach's gut, Bro. Das Video ist da. Mach's cool, Bro. You're a loser.